Freunde, willkommen zurück bei We Play As One mit einer weiteren Ausgabe von Assetto Corsa Competizione LFM Sprint Series. Wie gehabt, 25 Minuten stehen wieder an, Brands Hatch. Ich würde sagen, wir verlieren gar keine Zeit, gehen sofort rein ins Qualifying. Viel Spaß! Wir befinden uns auf der Ziel in die erste richtige schnelle Runde. Was macht der Ferrari? Kommt hier irgendwo aus dem Niemandsland und fährt uns in die Runde. Auch Pastrana vorne wird nicht begeistert sein von der Aktion vom Kollegen. Gelb Sektor 1. Position. Sector 3 is 0.7 off the pace. 1:25.7 erste Runde. Blue flag. Und Runde ungültig. Qualifying läuft wieder mal alles andere als rund. Ab geht's in die nächste Runde. Nach der Cooldown Lap. Macht denn der Ferrari hier vor uns? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Sector 3 is now yellow. Sector 1 is 0.7 off the pace. Jeder Zehntel zählt jetzt. Und wir machen wieder den Fehler. Sector 1 is 0.6 off the pace. The car in front has just done a 125.05. Yellow flag in Sector 1. Sector 1 is clear.
Sector 1. It looks like IDIS has stacked it. Sector 1 is green. 10th position. Green flag, Sector 2. Sector 3 is 0.6. Off the base. On your left. Clear left. Yellow flag. Gute Arbeit vom BMW. Qualifying somit gelaufen für uns. Es ist soweit, liebe Freunde. Rennstart auf P14 nach einem mehr als enttäuschenden Qualifying. Mit dem BMW hinter uns, der, ich denke, der Übeltäter war in der letzten Qualifying-Runde. Green, green, green. All right. Go, go, go! Wir überleben, gehen in der Mitte durch. Und finden uns auf P10 wieder, mit schon etwas Abstand zum vorderen Feld. Jetzt brauchen wir deutlich mehr Konstanz als im Qualifying. Apex komplett verpasst. Im Linksknick. Mächtig Staub vor uns. Fünf Fahrer sind da am Biken. Einer geht weit. Wir können durchrutschen und hoffentlich aufrücken aufs Feld vor uns. Komm schon, Junge. Du kannst es doch. Thank you.
Und wir sind dran am Feld vor uns. Wir werden uns da jetzt gleich mal einmischen, hoffentlich. Wieder dreht sich einer weg. Stay between the lines, please, Chris. Yellow flag, right. The guy ahead of us is Varga. You're clear, incident clear. P8, aber wieder einiges an Schwung verloren durch die Aktion. P8. The gap to Varga ahead is now 1.4 seconds. Aber ich habe so das Gefühl, als wären wir von der Pace her im Moment deutlich schneller als zumindest die drei Fahrer, die sich direkt vor uns in Sichtweite befinden. Wieder ist einer neben der Strecke. P7. Wieder ist einer abgeflogen. Unfassbar. Was hier schon wieder los ist. Etwas verloren beim Kurvenausgang. Hier wieder gut gemacht. Der Ferrari vor uns auf der Megabremse. Na, das darf uns einfach nicht passieren. Das darf uns nicht passieren. Mega viel verloren. Mit einem dummen Fehler. Mann, Mann, Mann. Wieder einer abgedrängt von der Strecke. Left side, right side. Kontakt mit dem Ferrari, sorry. Sorry. Ein Rennen zum Vergessen. Right side. Hold your line. Clear right. Chase,
Volle Konzentration jetzt. Etwas experimentiert beim Kurvenausgang. Ging total schief. Warum nehmen wir wieder die Kuppe innen? Wie oft soll es denn noch schief gehen? Wie oft soll es denn noch schief gehen? Ordentlich Zeit gut gemacht jetzt mit dieser Linie. Auf unsere Alltime West hat die Runde den Namen eigentlich gar nicht verdient. So, außen bleiben. Jawohl, geht doch. Zwei räumen sich ab, wir gehen durch auf P10, aber wir müssen irgendwie an dem Ferrari vor uns vorbei. Sector 3 is now clear. All right. Hold your line.
clear right. On your left. Clear left. Keine Berührung. Er hat sich von alleine weggedreht. Da haben wir ihm ordentlich Druck gemacht, aber alles fair. Da war keine Berührung. Und nur so geht's wahrscheinlich. Nur so geht's. Komm schon, 1,6 auf den BMW. Das war etwas zu früh aufs Gas. Dranbleiben. 1,4. Zeit wieder mehr als gut gemacht. Ignore that fucker in the mirror. Stick to your line. Nail those exits. Was wäre ein Rennen ohne Track Limits Warnung? Unter eine Sekunde jetzt Rückstand auf dem BMW. Der Ferrari davor mit einem Fehler und wir können uns einmischen. Und vielleicht auch gleich am Ferrari vorbeigehen. Ja, Mann. Come on. Come on, Chris. Good stuff. Keep it coming. Gap 2. Marks ahead is increasing. It's now 0.9. Left. Clear left.
P7 wieder. Great move. Keep it up. Wir sind zurück. P7. Freunde, Freunde, Freunde. Track limits, watch those lines. Die Reifen sind komplett durch. Warum sind die Reifen komplett durch? Sector 3 is clear, green flag. Aber wir befinden uns in der letzten Runde und es sollte reichen für einen durchaus verdienten siebten Platz. Letzte Kurve überstanden, dem ist auch so, es reicht für P7. Ja Freunde, P7 in diesem Rennen verdient. Aber wir haben es uns deutlich schwerer gemacht, als es hätte sein müssen. Einfach viel zu unkonstant, viel zu viele Fehler gemacht. Wir waren bestimmt, so war mein Empfinden zumindest, schneller als 75% des Feldes. Aber wie gesagt, einfach nur zu viele Fehler gemacht, zu viele Kleinigkeiten falsch gemacht. Von dem her, wir haben uns wieder zurückgekämpft. Damit kann man zufrieden sein. Es war wieder ordentlich was los. Danke, dass ihr mit dabei wart. Bitte vergesst nicht, lasst ein Like da, ein Abo, ein Kommentar. Mich würde es riesig freuen. Bis dahin, euer WePlayersOne. Bis zum nächsten Mal. Ciao.